Wir haben heute Abend Spieleabend und ich bin dran mit Kochen. Wir machen Veggie-Tacos mit Mango, Avocado und so einem schwarzen Bohnenmus. Dazu machen wir vorneweg so einen sommerlichen Cocktail mit Hibiskus. Dafür infusen wir gerne noch rum. Das geht sich zeitlich auch gut noch auf. Und zum Dessert, wir sind jetzt ja eher so in der mexikanischen Ecke, würde ich sagen, machen wir Churros. Alles klar. Die Einkaufsliste habe ich geschrieben. Wir infusen jetzt noch kurz den Rum, denn die Hibiskusblüten habe ich da. Dann hat er noch weitere Zeit und danach gehe ich erstmal einkaufen. And I will taste every note. Feels so good when you're in my head. And it's the road I figured and the curse I've been living. The flag I'm given a signal. Pick me up again. Come on, pick me up. Wir legen los mit unseren eingelegten Zwiebeln. Die dürfen nämlich auch ein bisschen ziehen. Die sind im Endeffekt wie der Infused Shrimp auch. Die brauchen so eine Stunde oder zwei. Spieleabend ist übrigens sowas, das machen wir schon seit über 10 Jahren mit unseren Freunden, mit denen wir damals in der WG zusammen gewohnt haben. Und es ist ein richtig schönes Ritual. Und genau, da gehört halt auch immer dazu, dass wir gut essen. Zwischendrin, es muss immer was sein, was sich gut vorbereiten lässt oder was man gut mal so zwischendurch dann essen kann. Deswegen, es gibt häufig mal Lasagne oder Burger oder so wie heute eben Tacos. Das ist übrigens, was wir hier gerade machen, so eine Haltbarmachung der Zwiebeln im Endeffekt. Also du kannst diese eingelegten Zwiebeln auch ein paar Tage im Kühlschrank lagern. Einlegen tun wir sie in Essig, nämlich 2 Esslöffel. Im Rezept steht Rotweinessig, ich habe keinen Rotweinessig mehr, also nehme ich einfach weißen Balsamico, der tut es ganz genauso. Ich würde jetzt keinen roten Balsamico nehmen, wobei du das auch machen kannst, dann sind wir geschmacklich aber einfach in einer anderen Richtung. Für unser Bohnenmus, das ist das, was ich hier gerade schon angefangen habe, schnippel ich erstmal eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Übrigens weiß ich noch gar nicht, was wir genau heute Abend spielen. Es ist nämlich bei uns so, dass es da ganz klar definierte Rollen gibt nahe der Zeit bei unseren Spieleabenden. Je nachdem, wo wir sind, koche häufig ich. Andi ist für die Getränke zuständig, also wenn wir Spieleabende hier bei uns haben. Und unsere Freunde bringen immer die Spiele mit. Die sind so total spielbegeistert und haben jeweils eine riesen Sammlung an Brettspielen, sind auch immer auf der Spielemesse und so weiter. Und deswegen, genau, wir haben so ein paar alte Klassiker, die wir einfach immer wieder gerne spielen. Es ist dann bei der Regel immer auch mindestens eine neue Sache dabei. Deswegen bin ich schon ganz gespannt, was es heute wird. Hier brutzelst, da kommen jetzt die Bohnen dazu. Wichtig ist, dass du bei Bohnen immer diesen Schnodder, der mit in der Dose ist, abgießt. Genau. Gewürze. 1 Teelöffel Kreuzkümmel und 1 Teelöffel Koriandersamen. Allerdings habe ich die nur ganz, deswegen muss dann Wasser her. Das Bohnenmus kannst du übrigens wunderbar vorbereiten. Also es steht im Rezept, es soll lauwarm serviert werden. Das ist auch am leckersten. Was ich immer ganz gerne mache, ist es vorbereiten und dann entweder in einem kleinen Topf oder in der Mikrowelle nochmal ganz kurz lauwarm werden lassen, bevor man serviert. So kannst du nämlich dieses Taco-Thema komplett vorbereiten tatsächlich und hast dann, wenn deine Leute da sind oder deine Freunde zum Spieleabend, whatever, was auch immer ihr macht, brauchst du einfach nur noch die Sachen aus dem Kühlschrank holen und servieren und das ist super angenehm, weil du halt nicht, obwohl du Gastgeber bist, sozusagen den ganzen Abend in der Küche stehst. So. Was wir hier übrigens wollen, ist, dass die Bohnen so langsam aufplatzen. Und wenn sie das tun, dann ist es auch schon Zeit, dass wir sie zu Mousse verarbeiten. Dafür kommen sie einfach hier in so einen kleinen Food Processor. Wichtig ist, dass du diese ganzen Crispy Bits hier am Boden der Pfanne gut mit abkratzt, aber wir machen die Pfanne jetzt auch erstmal nicht sauber, sondern lassen die so stehen, denn wir machen unsere Tacos nachher, also unsere Tortilla Wraps, nachher in der Pfanne warm und da sind diese Rückstände an aromatischem Öl, die jetzt gerade in der Pfanne sind, mega genial. Also bloß nicht die Pfanne waschen. Übrigens, man sieht jetzt schon, wie wunderbar rot dieser Infused Rum geworden ist. Wir machen als nächstes unsere grüne Wundersoße. Die basiert auf Avocado. Dafür habe ich hier eine schöne reife Avocado. Wie du prüfst, ob eine Avocado reif ist, ohne sie total zu zerquetschen, weil davon kriegen die nämlich Druckstellen im Supermarkt, ist dieses Nupsi hier oben. Wenn du das reindrücken kannst und wenn das gut nachgibt, dann perfekte Avocado. Außerdem mit von der Partie ist Koriander, so ein Stück Bund, mit Strunk und allem. In den Korianderstrunken steckt nämlich wahnsinnig viel Aroma, also bitte nicht wegschmeißen. Außerdem haben wir noch eine grüne Chili mit von der Partie. Es tut auch jede andere Chili, aber damit die Soße richtig schön grün wird, sind die Grünen halt einfach am schönsten. Außerdem
brauchen wir Saft und Abrieb einer Limette. Die Limette ein bisschen rollen. So brechen diese Fruchtkapillaren auf und kriegst mehr Saft raus. Wichtig, die Limette immer ganz lassen und vorher abreiben, denn du tust dich unfassbar schwer, wenn du eine halbierte und ausgepresste Limette enthäuten sollst. Nach so ein paar Sekunden in unserem kleinen Food-Processor haben wir dann auch eine glatte Soße. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich Tacos so gerne mache, zu so Spieleabenden oder so Events, wo mehr Leute kommen und ich nicht von jedem ganz genau weiß, wie es mit Unverträglichkeiten und sowas aussieht, denn die Tacos, die kann sich einfach jeder zusammenstellen, so wie er will. Mit Bohnen, ohne die scharfe grüne Soße, ohne Zwiebeln, ohne Schafskäse. Also die sind Veggie, vegan. Wenn du möchtest, brat einfach noch ein bisschen Hühnchen dazu an, wenn du sie lieber mit Fleischbeilage hättest. Alles kein Problem. Wir haben hier noch eine Avocado, denn wir haben die Avocado nicht nur in der Soße, sondern auch in Stückchen. Dafür schneide ich die hier, während sie noch in der Schale ist, in so ja, Streifen und dann in die andere Richtung. Dann haben wir da nämlich wunderbare Avocado-Würfel. Wie ist es eigentlich bei dir? Bist du so ein Brettspielmensch oder eher weniger? Hast du vielleicht auch einen regulären Spieleabend? Und wenn ja, was spielt ihr denn gerne? Ich bin sehr neugierig, wie immer, wisst ihr ja. Deswegen einfach mal in die Kommentare schreiben, wie das bei dir so ist. Über die Avocado-Stückchen hier träufle ich auch noch ein bisschen Limettensaft. Der Limettensaft sorgt einfach dafür, dass die Avocado nicht oxidiert, heißt nicht braun wird. Jetzt haben wir hier noch die Mango. Die ist auch schön weich, schön reich. Die schmeckt nämlich nur dann. Und ich würde sagen, wir machen jetzt schon mal ein paar Tacos zusammen. Nachher darf sich die dann zwar jeder selber zusammenstellen, aber wir müssen auch was Mittagessen hier vorm Spieleabend. Dementsprechend gibt es jetzt schon mal die ersten Tacos. Und zwar habe ich hier so Weizen-Tortillas. Ich habe keine Mais-Tortillas bekommen. Mit Mais-Tortillas mag ich es persönlich noch lieber, aber die Weizendinger tun es genauso. Die lege ich jetzt hier in meine Pfanne. Die würde man relativ traditionell über so einer offenen Gasflamme oder sowas rösten. Kann man machen. Ich habe keinen Gasherd, dementsprechend tut die Pfanne auch. Außerdem ist da ja immer noch das ganze Fett drin von unseren Bohnen. Und dementsprechend saugt der Taco jetzt gleich diese ganzen Röstaromen auf und schmeckt mega lecker. Wie gesagt, das macht jetzt jeder anders. Ich streiche immer gern als erstes so ein bisschen Bohnenmus drauf, nehme dann den Klecks von der grünen Wundersoße, die ist relativ scharf, Achtung, Achtung, Mango, ein paar Stücke Avocado, dann ein bisschen Schafskäse, weil ich ihn einfach gerne mag, wie gesagt, weder traditionell noch vegan, aber sehr lecker und ein bisschen was von den eingelegten Zwiebeln. Hier in der Pfanne das Wenden nicht vergessen und dann ist das ja schon der erste Taco. Wenn du die Tacos zum Beispiel schon vorbelegst, wenn du also weißt, du hast Leute, die essen alles, das ist ja umso besser, dann bereite die Taco am besten einfach vor, gerade für so einen Spieleabend. Dann kann man die nämlich einfach nebenbei so ein bisschen snacken. Also wenn die Spielerunde gerade so spannend ist, dass man nicht aufhören kann. Und ich drücke die dann hier so zusammen und die halten dann auch sehr gut ihre Form. Zum Dessert gibt es Churros. Churros ist so ein Schmalzgebäck aus Mexiko. Das ist im Endeffekt wie so ein frittierter Windbeutel. Es ist ein Brandteig. Windbeutel sind auch aus Brandteig und genau das machen wir jetzt. Brandteig heißt deswegen Brandteig, weil der Teig im Topf abgebrannt wird. Wir geben jetzt als erstes Wasser, Milch, eine Prise Salz und Butter in unseren Topf und lassen es aufkochen. Sobald das aufkocht, stürzen wir unser Mehl dazu, rühren das um und das wird dann so ein Teigklumpen und rühren das so lange im heißen Topf, bis der Boden des Topfes mit so einer weißen Schicht überdeckt ist. Und dann machen wir den Teig daraus. Aber weil das gleich alles sehr schnell geht, erzähle ich es jetzt einmal im Voraus. Wasser, Milch, da geht Pflanzendrink oder Kuhmilch, eine Prise Salz und Butter. Das Schöne an den Churros ist, du brauchst nicht in dem Sinne einen Teller. Also man kann es relativ gut auf die Hand essen. Es wird auch in Mexiko sehr gerne auf die Hand gegessen. Da gibt es dann diesen Schoko, diese Schokolade, diese flüssige, die wir dann gleich auch noch machen. So als Dip im Becher dazu. Und genau, man kann sehr gut so zwischendrin mal essen, ohne dass man dafür jetzt nochmal separat irgendwie aufdecken müsste oder so. Okay, es kocht. Jetzt kommt in einem das Mehl dazu. Und jetzt mit einem Holzlöffel geht es am besten, weil der am hitzebeständigsten ist. Rühren. Puh, man muss dann immer schnell gehen. Das ist tatsächlich auch ein bisschen anstrengend und geht gut in den Oberarmmuskel. Aber das geht mit keiner Maschine, das muss man so machen. Der Teig ist mittlerweile zu einem ganz glatten Klumpen geworden und am Boden, das siehst du jetzt hier, bildet sich jetzt dieser weiße Belag. Und genau auf den warten wir.
Während der Teig hier neben mir noch abkühlt, lassen wir die Zeit aber nicht ungenutzt, denn wir haben zwei Sachen zu tun. Zum einen müssen wir unser Öl warm machen, indem wir die Churros gleich frittieren, und zum anderen müssen wir diese Schoko-Gemeinheit machen, indem wir die Churros dann eintauchen. In einen kleinen Topf kommt unsere Sahne und wir hacken die Schokolade. Ich habe hier eine Zartbitterschokolade mit 70%, das darf sie auch haben, gerne ein bisschen mehr. Denn diese Tunke für die Churros darf so richtig schokoladig werden. Dann kommt die Schoki in der Schüssel und darauf kommt die kochende Sahne. Das lassen wir hier einen ganz kleinen Moment stehen und rühren es dann gleich einmal durch. Und da kommt dann auch noch ein bisschen Kakaopulver dazu. Derweil widmen wir uns unserem Brandteig. Der ist mittlerweile abgekühlt, man kann den gut anfassen. Kalt muss er nicht sein, aber halt nicht mehr kochen. Ich habe mein Handrührgerät schon mal betriebsbereit gemacht. Wenn du größere Mengen machst, du kannst das Rezept auf heiße Himbeeren nämlich ganz einfach umrechnen, dann kannst du es auch in der Küchenmaschine machen. Für so eine kleine Menge tut das Handrührgerät vollkommen. Ich habe jetzt hier meine beiden Eier. Die schlage ich jetzt auf, gehe in eine kleine Schale und verquirl die ganz kurz mit einer Gabel. So funktioniert einfach mit Abstand am besten. Und die gebe ich jetzt dann auch zweimal mit zu unserem Teig unter ständigem Rühren. Wenn dein Teig das da tut, befördere ihn einfach mit einem Kochlöffel oder einem Teigschaber wieder runter. Für Windbeutel und Eclairs ist er fast ein bisschen fest, aber für Churros ist er genau richtig so. Unser Öl ist heiß genug, es blubbert wie irre, die Schokolose ist fertig. Jetzt fülle ich unseren Churros-Teig in unseren Spritzbeutel. Wichtig ist, dass du wirklich einen stabilen Spritzbeutel verwendest, ansonsten haben wir hier nämlich gleich das Problem, dass dieser Teig sehr robust ist und sich durch diese Einwegspritzbeutel oder sowas selber gebastelt, das aus Pergamentpapier, das hält einfach den Teig nicht. Und die braten wir jetzt von allen Seiten, bis sie goldbraun sind. Es dauert so 4-5 Minuten. Und sobald sie rauskommen aus dem Fett, kommen sie erstmal noch kurz auf eine Küchenrolle und dann direkt hier in unsere Zimtzuckermischung. Servieren kannst du dann den Schokodip zum Beispiel in der kleinen Espresso-Tasse. Und die frischen Churros, beziehungsweise man kann sie auch warm halten, aber die warmen Churros werden dann in die Schokolade getunkt. Gigantisch. Ich habe mich umgezogen, die Leute sind schon da und ja, der Spieleabend kann starten. Die haben, glaube ich, auch schon, ja, die haben das Spiel schon aufgebaut. Ich mache jetzt noch schnell unsere Drinks, wir haben ja schon alles soweit vorbereitet. Und das Zusammensetzen dieser Drinks ist total easy. Es geht so ein bisschen in die Mojito Caipirinha-Richtung mit der Limette und dem Zucker. Wir geben zuerst mal Himbeeren in die Gläser. Im Rezept steht frische, du kannst genauso tiefgekühlte nehmen, circa 4 Stück. Da geht es nicht so genau. Dann jeweils 2/8 einer Limette und die quetschen wir dann hier aus und werfen sie mit rein. Außerdem kommt dazu der Zuckersirup. Jetzt habe ich hier so einen Cocktailstößel, damit zerquetschen wir die ganze Misere einfach so ein bisschen, dass wir die Himbeeren auch schön zerquetschen. Und jetzt kommt das Eis dazu. Da geht übrigens immer viel hilft viel. Das ist nämlich der gängigste Mythos, dass viele Eiswürfel den Cocktail verbessern. Es ist tatsächlich genau das Gegenteil der Fall. Umso mehr Eiswürfel du hast, umso weniger verwässert dein Drink, weil er insgesamt kälter bleibt. Zum Beispiel auch der Grund, warum in Bars die Cocktails immer so wahnsinnig viel Eis enthalten. Oder warum auch bei Eiskaffee, wenn man den im Coffeeshop kauft, so wahnsinnig viel Eis mit drin ist. Da geht es einfach darum, dass das viele Eis den Cocktail oder den Kaffee so kalt hält, dass er nicht verwässert. Dann haben wir hier unseren Infused Rum. Das sind 4 cl. Du kannst diesen Drink genauso machen, wie ich ihn jetzt gemacht habe und anstatt des Rums Hibiskus-Tee nehmen. Das funktioniert ganz genauso. Das ist genauso leckerer Drink. Es macht optisch keinen Unterschied. Es macht geschmacklich jetzt auch nicht so den Unterschied, wenn wir ganz ehrlich sind. Dann ist es halt ein Eistee. Denn es ist ein richtig schön sommerlicher Eistee. Das liebe ich auch total. Also um Gottes Willen, macht das ruhig alkoholfrei. Das ist absolut kein Muss. Dann gießen wir das mit Sodawasser auf. Einmal umrühren und das war's. Ich hoffe, du hattest Spaß bei diesem Video und diesem Tag der Vorbereitung auf den Spieleabend mit mir. Für mich geht's jetzt auch zum Spieleabend. In diesem Sinne, ciao, ciao.